Für die einen ist Chutka-Orisario die Roma-Hauptstadt der Welt. Für die anderen, nämlich für die, die hier leben, ist der Ort nichts anderes als ein Slum, ein Ghetto. Zugleich Endstation für die Ausgemusterten der europäischen Wohlstandsgesellschaft, die vor die Tore der mazedonischen Hauptstadt Skopje abgeschoben wurden. In einer ehemaligen Notunterkunft für Erdbebenopfer lebt Helmut Zuber. Helmut ist Roma und wurde vor Jahren aus Krefeld abgeschoben. Seinen Namen bekam er von einer deutschen Patentante. Der Raum hier und den Raum hier, Thomas. Bitte. Ich denke mir, was ich für ein Leben in Deutschland hatte und jetzt. Ich meine, das ist... Ich kann es nicht in Worten fassen. Das Bad ist hier draußen. Aber es sieht nicht so toll aus, Thomas. Bitte nicht ekeln. Für Helmut gibt es nur einen Weg in eine bessere Welt. Kein Wunder bei diesen Verhältnissen. Mein Plan für die Zukunft ist, ich hoffe, dass ich wieder nach Deutschland kann. Dass ich mein Leben wieder in Deutschland leben kann. Zu meiner Familie kann, zu meinen Eltern. Hier, das sind die Geburtsurkunden meiner Kinder. Das ist die Geburtsurkunde von John Manuel. Aus Deutschland. Aus Deutschland, ja. John Manuel ist jetzt 19. Mit 12 kam er hier an. Wo schläfst du denn hier in dem Zimmer? Hier oben. Couch. In Deutschland? Im Kinderzimmer. Hat es ein eigenes Zimmer? Ja. Fühlst du dich hier wohl? Nee, ich schläf. Hier ist kein Leben. Und wo siehst du deine Zukunft? Deine Zukunft. Hier oder in Deutschland? Nee, in Deutschland ist besser. Auch sein Vater Helmut wurde in Deutschland geboren. Er besuchte die Schule und machte in Krefeld eine Lehre als Autoschlosser. Doch weil seine Eltern versäumten, die deutsche Staatsangehörigkeit für ihn zu beantragen, wurde er nach einem Drogenvergehen ruckzuck abgeschoben. Mit seiner Sehnsucht nach Deutschland ist Helmut nicht allein. In einer Bar treffen sich all diejenigen, die zurück wollen. So wie Cengiz. Er kennt Berlin und den Knast von Moabit. Wir haben uns hier kennengelernt. Also wo ich hier abgeschoben worden bin, habe ich Cengiz hier kennengelernt. Ja. Er ist der Einzige, der dann Deutsch konnte. Ich konnte mit keinem Deutsch reden. Und er konnte dann Deutsch. Ja. Und hat mich dann gefreut, dass ich wieder deutsche Sprache sprechen kann. Ich möchte gehen zurück nach Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Wieder komm zurück. Später. Ich komme in Deutschland. Alle wollen weg aus dem Ghetto von Chutka. Selbst die Kinder zieht es in die deutsche Grundordnung. Aber wenn du groß bist, was willst du dann werden? Polizist. Was für ein Polizist? Zoll. Zoll? Ja. Warum? Weil wir vor dem Bundesamt sind. Aha, dann bist du Beamter. Ja. Bei seiner Führung durch die Barackensiedlung, die Bezeichnung Stadt nicht verdient, trifft Helmut einen Freund. Auch Mikey ist Roma und hat keinen Job. Dabei gibt es hier Arbeit, wenn auch nur für die anderen. Die hatten Arbeit, ja? Ja, die haben Arbeit, das sind auch Albaner. Also Albaner, die haben hier keine Schwierigkeiten in Mazedonien. Was bist du für einer? Die fragen mich immer, was bist du für einer? Ich bin ein Roma. Tut mir leid, gibt's keine Arbeit für dich. Das ist schwer, gell? Und die wenigen Roma, die in Chutka doch einen Job finden, spüren die Diskriminierung spätestens bei der Bezahlung. Leben können sie davon nicht. Was hat er gemacht heute? Ah, Moledi. Maler. Und wie viel hat er verdient heute? Sadvesta Dinara. 200 Dinar, sind 3 Euro. Ja. Der hat heute gearbeitet für 3 Euro. Einen ganzen Tag? Den ganzen Tag. Kosum Sobe, Maklan? Trin Sobe. Also er hat 3 Zimmer fertig gemacht und das für 3 Euro. Germani gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Noch schlimmer wie im Ghetto, ne? Selbst in Chutka ist das Elend noch steigerungsfähig. Helmut führt uns in ein Viertel, das wir allein nicht betreten könnten. Zu arm, zu gefährlich. Überfälle sind hier an der Tagesordnung. Die Hütte seines Cousins misst nicht mehr als 3x3 Meter und ist das Zuhause seiner ganzen Familie. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie auf den Müllhalden der Hauptstadt. Helmut, wie viele Kinder leben hier in dieser Hütte? Oder wie viele Menschen?
Konsum je la kate bish jvila? Kate? Ev to chave aminda. 10 Leute. 10. 10 Leute. Als Helmut noch in Krefeld lebte, hat er natürlich ein Dach überm Kopf, ein WC und fließend warm Wasser. Aber das war einmal. Hier in der Stadt der Roma gibt es nur einen öffentlichen Wasserhahn für die ganze Straße. Helmut ist sogar privilegiert. Er wohnt gleich nebenan. Was macht ihr im Winter, wenn es kalt ist, friert? Dann lassen wir den so laufen, das Wasser, damit er nicht einfriert. Dann lassen wir es immer so tropfen ein bisschen, damit das nicht einfriert. Die Menschen in Schutka sind sich selbst überlassen. Die Behörden kümmern sich, wenn überhaupt, nur um die Tiere im Ghetto. Heute werden streunende Hunde eingefangen und in eine Klinik gebracht. Dort erhalten sie ein ärztliches Rundum-Sorglos-Paket mit Füttern, Entwurmen und Impfungen. Er bekommt was ein Hund so braucht. Eine Versorgung, von der die Roma hier nur träumen können. Erst kommt der Hund, dann der Mensch. Also der wird wenigstens ärztlich versorgt. Einer von uns, der keine Krankenversicherung hat, der bekommt keine ärztliche Versorgung. Seit 2 Jahren können Mazedonier visafrei nach Westeuropa reisen. Die Betonung liegt auf Mazedonier. Für Roma wurde die Reisefreiheit wieder eingeschränkt. Auch auf Druck der deutschen Regierung. Wer einen typischen Roma-Nachnamen im Pass stehen hat, wird an der mazedonischen Grenze zurückgewiesen. Du bist Zigeuner? Und sofort zurück. Wann der dir gibt, der den Pass albanisch oder mazedonisch oder türkisch und da gern erwarte. Und von mir immer zigeunisch von Mazedonien, der zurückgibt. Seit seiner Abschiebung ist Helmut illegal im Land. Er hat keine mazedonischen Papiere, nur eine deutsche Geburtsurkunde. Doch die nützt ihm hier nichts. Helmut hat nicht einmal eine Meldeadresse. Deshalb bekommt er auch keinen Pass. Und ohne Pass bekommt er keine Arbeit. Es ist ein Teufelskreis, aus dem er seit 7 Jahren nicht herauskommt. Ein weiterer Versuch, die Situation zu klären, scheitert. Ich war gerade bei den Behörden hier und habe den gefragt, wie in dem Polizeiführungszeug ist. Die Frau, die kannte mich schon, die sagte mir, du bräuchtest gar nicht mehr herzukommen, weil bevor du nicht mehr den Haus bringst, dass du ein Haus hast, dass du diese Kaufvertrag, dass das Haus dir gehört, brauchst du erst gar nicht herzukommen, wir können dir nicht mehr helfen hier. Und daraufhin hat sie gesagt, verlasse bitte mein Büro. Ich fühle mich also nicht als Mazedonier, ich fühle mich als nichts, als ein Stück Dreck, auf Deutsch gesagt. Helmuts Eltern wohnen immer noch in Krefeld. Sie sind jetzt 80. Ob sie ihren Sohn zu Lebzeiten wiedersehen werden, ist ungewiss.